Also ich bin eigentlich seit den 70er Jahren schon frauenpolitisch engagiert und habe in den 80er Jahren hier in Kehl mit anderen Frauen zusammen einen Stammtisch für politisch interessierte Frauen gegründet. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, also so ohne politisch im Gremium tätig zu sein, kann man eigentlich relativ wenig ausrichten. Und dann haben ein paar Frauen sich zusammengetan und 2003 am Internationalen Frauentag einen Aushang gemacht, wer denn Interesse hätte, eine Frauenliste zu gründen. Also wir hatten uns das ja schon ausgerechnet, dass wir mit einer Frauenliste gute Chancen haben, weil man einfach nicht so viele Stimmen braucht wie in einer Partei. Wir haben auf Anhieb zwei Sitze gekriegt im Gemeinderat, hatten auf Anhieb zwei Frauen drin. Als bekannt wurde, dass es eine Frauenliste gibt, die kandidiert, die zur Wahl antritt, dass es da schon hieß, ach, reicht es jetzt schon aus, eine Frau zu sein, um gewählt zu werden? Ist das schon Kompetenz an sich, dass man eine Frau ist? Und dann sind wir auch in den Sitzungen zum Teil schon sehr geringschätzig behandelt worden. Also man hat uns erstmal nicht so ernst genommen. Wir hatten ja mit den Grünen eine Fraktionsgemeinschaft, die hatten zwei Männer drin, wir die zwei Frauen. Dann haben wir vereinbart, dass wir das Amt des Fraktionssprechers nach der Hälfte der Amtszeit wechseln. Und nach 2,5 Jahren habe ich dann dieses Amt von ihm übernommen, war dann Fraktionssprecherin. Ich war die erste Frau, die in dieser Position war. Das waren die nicht gewöhnt. Und da habe ich dann immer wieder festgestellt, dass Dinge an mir vorbeigelaufen sind. Und ich bin dann in die Sitzung gekommen und habe festgestellt, die haben sich abgesprochen und ich weiß nichts davon. Und das ist auch meine Erfahrung, dass die Spielregeln, nach denen Kommunalpolitik funktioniert, nicht unbedingt Frauen entgegenkommt. Also diese Sitzungen und diese Abläufe, diese Rituale, die sind für mich als Frau manchmal wirklich auch schwer erträglich. Ich bin ein Mensch, der gerne diskutiert und gerne sachlich diskutiert. Ich erlebe in diesem Parlament vor allen Dingen auch bei älteren Männern, aber nicht nur bei älteren, wie viel Raum die Selbstdarstellung einnimmt. Und es ist was, was einfach fürchterlich nervig ist. Und was auch Zeit kostet. Und das schreckt auch viele Frauen ab, weil die sagen, ah, oh nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also ich bin von Beruf Sozialarbeiterin. Von daher liegt es nahe, dass mir vor allen Dingen die sozialen Themen wichtig waren. Ich bin aber dann in den Ausschuss für Technik und Umwelt reingegangen und musste mich dann, also Umweltthemen sind mir auch sehr wichtig, und musste mich dann aber auch mit viel technischen Dingen auseinandersetzen, die ich bis dahin nicht gekannt habe und habe festgestellt, dass das ungeheuer spannend ist und dass man da sehr viel lernen kann. Ich glaube, dass ich in den letzten 15 Jahren schon aktiv an der Gestaltung dieser Stadt Kehl mitgearbeitet habe. Dass Kehl im Bereich Ganztagsbetreuung von Kindern ab einem Jahr so gut dasteht, dass wir so viel davon haben, da war sicher die Frauenliste auch dran beteiligt. Wir haben ein Großpflegeheim hinterm Bahnhof verhindert, was also fürchterlich geworden wäre. Und haben dafür jetzt andere Möglichkeiten eröffnet. Ich denke, wir haben an vielen Ecken einfach die Sicht von Frauen mit eingebracht und manche Planungen, manche Dinge sind anders realisiert worden als ursprünglich vorgesehen, als ursprünglich gedacht, weil der Blick von Frauen einfach nochmal andere Wichtigkeiten oder andere Dimensionen mit einbringt. Ich mache Frauen auch jetzt im Wahlkampf wirklich Mut, sich das zuzutrauen, weil Frauen können das. Unser erklärtes Ziel ist schon die Parität. Und wir sind ganz klar für eine Quote, damit die Listen bei Wahlen, bei Kommunalwahlen und auch bei Landtagswahlen paritätisch besetzt werden, damit Frauen einfach mehr Chancen haben, in die Parlamente reinzukommen.